Willkommen zurück zu Let's Play Witcher 3 und es geht weiter mit Morgoths Geschichte, die ich schon ganz gern anhören würde. Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte, als ob ich Feuer geschluckt hätte, als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie in kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden! Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prahlst du nur? Die Moral ist... Du kannst mich nicht töten! Nicht aufhalten! Nicht fesseln! Ich entkomme überall! Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Na klasse. Dann komm her. Knuffi. Nicht schon wieder. Was können wir ihnen denn geben? Wir haben Werwolffleisch. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird, dann behalte ich es mal. Normales... Nichts? Soll das ein Witz sein? Leb wohl. So. Dann ist er wieder weg. Wir gucken mal, was wir hier drin noch finden können. Ups. Hier drin ist nichts mehr, okay. Wir müssen immer noch einen Weg in die Höhle finden. Wir können hier... Ich brauch den Schlüssel. Kommen hier aber nicht durch. Der Schlüssel muss ja hier irgendwo sein. Wo auch immer. Ich glaube, wir müssen da durch. Kriegen wir das Tor da auch auf. Und dann würde ich mal gern probieren, da durch zu schwimmen. Wo wir dann hinkommen. Ist die Frage, ob wir das dann aufkriegen. Ich weiß es nicht. Muss mal schauen. Das da unten ist noch zu. Hier benutzt. Ist jetzt das hier offen? Ja, jetzt ist das hier offen. Dann gucken wir mal, ob wir da durchkommen. Oder wo uns das hinführt. Hier tauchen. Ja, das sieht gut aus. Durchsuche die Höhle mit Hilfe deiner Hexensinne. Machen wir dann, wenn wir angekommen sind. Ich hoffe, der Sauerstoff reicht. Ja. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus hier. Hallo. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren. Ja, von oben irgendwo. Tschapuff, alle hier runter.
Und da ist noch nichts, was wir questrelevant brauchen. Was bist du denn hier? Keine Ahnung, ich kann es auch nicht wirklich untersuchen. Wenn man das Problem in so engen Räumen hat, gerade so. Ach, so gute Performances. Ein Luftzug. Da oben muss noch eine Höhle sein. Oder ein Ausgang. Als ob jetzt. Ja, das ist die andere Höhle, die wir ja schon kennen. Wir müssen jetzt hier die Höhle durchsuchen. Da ist noch was. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Da können wir auch den Schlüssel mitnehmen. Schlüssel eines Vorhängeschlosses. Okay. Gut. Schließt die Tür des Kapitelhauses auf. Okay, das machen wir. Und sobald er uns natürlich wieder zwischendrin mal in den Weg läuft, müssen wir ihn mal wieder kurz ruhig stellen, dass wir in Ruhe weitermachen können. So läuft die Quest wohl. So, da sind wir auch wieder draußen. Hat soweit ganz gut funktioniert bis jetzt. Stopp, Geralt, da geht's raus. So. Und hep. Und hep. Und hier hoch. Und dann da rein, dann mal die Tür nach hinten aufmachen, die bis jetzt immer abgeschlossen waren. Die hier. Durchsuche das Kapitelhaus. Machen wir. Runenstein und sonst nichts. Die andere Seite ist vermutlich interessanter, schätze ich. Die Endseele und die Endelle. Buch über Elfen. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Einfach Pause drücken und euch dann durchwälzen. Und das sind auch zwei Questbeschreibungen. Da glitzert es schon so, wie wenn man es für eine Quest braucht. Dann räume ich erst das hier aus und dann gehen wir mal hier hin. Morgwarts Tagebuch. Ach recht. Lese Morgwarts Tagebuch. Tag 24. Kjosta der Weise hat seinen Beinamen wirklich keine Ehre gemacht. Er hat mich bezahlt, damit ich sein Dorf nicht angreife und dann, weil er sich für so klug hielt, die Wache abberufen. Nie war es einfacher gewesen im Leben. Wir schlitzten den Männern im Schlaf die Kehle auf und vergnügten uns mit den Weibern bis zum Morgengrauen. Nicht viel Beute, aber erstklassige Unterhaltung. Na klasse. Tag 26. Als wir von Ranweig fortsegelten, hörten wir Eulen rufen. Ein schlechtes Omen. Also habe ich den Befehl gegeben, zum Ufer zurückzukehren. Pucke machte sich lustig, wie ich denn mutig sein könnte, wenn ich Angst vor den Göttern hätte. Ich warf ihn mit einem Messer zwischen den Rippen über Bord, aber ich weiß, dass ich in den Augen der Jungs an Respekt verloren habe. Ich muss etwas tun, um zu beweisen, dass ich an Bord immer noch den längsten Schwanz habe, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Tag 33. Unser Besuch auf Hindarsfjall war ein voller Erfolg. Tote Priesterinnen, zerstörtes Denkmal, verbrannte heilige Bücher, geleerte Metfässer. Das Silber haben wir aufgeteilt. Ich habe die Votivgaben genommen, Norulf, Sohn von Odelake, die Becken und Löffel, Mons, Sohn von Gudva, die Leuchter und den Schmuck, während Toda, Sohn von Einar, seinen Anteil aus Angst vor Freyas Zorn nicht an sich nehmen wollte. Umso besser, dann bleibt er für uns. Morgen segeln wir nach Spikerog und sehen nach, was die Händlerweiber auf den Markt gebracht haben. Naja, oder auch eher nicht. Frage Toda von Lavik, warum er dich wegen Morgwark belogen hat. Ach nee, jetzt müssen wir wieder ganz aus dem Garten raus. Zur nächsten Quest und dann wieder also zu dem Typ und dann wieder zurück, um hier fertig zu werden. Na klasse. Okay. Das scheint noch eine länger werdende, wirige Geschichte zu sein. Wir werden den Garten also nochmal sehen. 280 Meter, das machen wir per Plätze Express, die natürlich wie immer aus dem Nichts erscheint. Aber gut. So. Los, lauf! Dann fragen wir mal den Torda, warum uns denn angelogen hat, der Gute.
Wahrscheinlich, weil er Angst hat, dass sie ihn auch ausstoßen oder so. Weil er damit, ups, beteiligt war. Komm jetzt. Ja, dann fragen wir mal, wer von euch ist denn Torda? Respekt, Hexer. Du hier? Ja. Mein Gruß, gelobt sei Freya. Lügner. Was? Bei den Brüsten der großen Mutter? Spar dir das. Ich kauf dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morgwags Männern. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch vor. Ich bin Hexer, kein fahrender Ritter. Ich bin nicht der Gerechtigkeit wegen hier. Und warum gräbst du dann die Vergangenheit aus? Weil ich wissen muss, was im Garten genau geschehen ist, um Morgwags Fluch zu brechen. Und warum zur Hölle? Soll der Hurensohn doch leiden bis Ragnarok? Ach was, bis zum Tag danach. Ich mach das beruflich. Das hab ich auch mal gesagt. Bis Morgwag Befehl gab, nach Hindarsfjall zu segeln. Ich habe viel und grausam geplündert. Frauen getötet, Kinder. Wen immer meine Axt eben traf. Aber Priesterinnen, das war sogar mir zu viel. Als es vorbei war und Morgwag mit den anderen trank, nahm ich dies zur Hand. Ein Wolfszahnanhänger, mit Runen bedeckt. Ich hatte ihn von meinem Vater, dem Godi unseres Dorfs. Er sagte, wen immer ich damit ritze, erleide ein Schicksal schlimmer als der Tod. Er hat wohl recht behalten. Hat dein Papa auch erwähnt, wie man es umkehrt? Das Opfer muss nur den Zahn bekommen, das ist alles. Aber du kriegst ihn nicht. Der Hurensohn soll leiden. Und die Priesterinnen? Sie sehnen sich nach ihrem Garten. Und du bist ihnen was schuldig, meinst du nicht? Na schön, nimm ihn. Aber nicht umsonst. Eins verlange ich dafür. Ich sage niemandem was von deiner Vergangenheit. Mein Wort drauf. Das nicht. Wenn du was sagst, finde ich dich und töte dich. Ist Morgwag wieder Mensch? Kannst du ihn nicht gehen lassen? Auf keinen Fall. Benutze den Reichszahn, um Morgwags Fluch zu brechen, oder finde einen anderen Weg, den Fluch zu brechen. Okay, dann nehmen wir den Reichszahn, wenn wir schon so in Anführungsstrichen einfach haben. Jetzt. Jetzt müssen wir wieder den Weg zurück. Klasse. Freude, juhu. Ich laufe jetzt einfach mal, ist ja nicht so weit. Dass wir die Quest mal fertig kriegen. Die Neverending Story mit Freyas Garten hier. Na, renn doch, Geralt. So, haben wir es auch gleich schon wieder. Dann hier rüber. Hier um die Ecke. Dann wieder oben rum rein. Dann müssen wir ihn finden. Kurz so lange runterschlagen, bis er wieder mit uns reden kann, und dann den Fluch mal auflösen. Dann bin ich gespannt, was wir für Optionen haben, was wir mit ihm anstellen, wenn er wieder, wenn er entflucht ist quasi. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das müssen wir mal finden, den guten. Seiner Höhle, so wie es aussieht. Jo. Mal auch gleich. So. Dann
interagieren. So. Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Hier, leg den hier an. Noch mehr. Zähne brauche ich nicht. Nicht klugscheißen. Anlegen. Ich bin erlöst. Erlöst. Endlich. Oh, wo ist die nächste Taverne? Ich könnte ein Grillschwein essen. Oh nein, lieber ein Rind. Und mit einem Fass Bier runterspülen. Ach, dann in See stechen. Sie haben mich bestimmt vergessen. Aber ich werde sie schon erinnern. Verdammt! In Novigrad, überall. Ich bin wieder da. Eigentlich können wir es nicht zulassen. Ich habe Angst, dass ich jetzt sag, wenn ich sag zuerst meine Belohnung, dass er danach dann wieder frei rumläuft. Und das ist halt schon heftig, jemand, der so brutal Leute tötet und Orte plündert, das muss eigentlich nicht sein. Tut mir leid, kommt nicht in Frage. Warum hast du mich denn erlöst, verdammt? Um dich zu töten, endgültig. Erbärmlich. Komm her. Hab was für dich. Ich wollte das so machen. Ja, das brauche ich nicht. Scheiß auf die Belohnung, der ist einfach zu brutal. Das muss echt nicht sein, dass so jemand, hups, hier frei rumläuft. Das muss echt nicht sein. Also so ist mein Gedankengang. Wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr es ja selber spielen und anders machen. Aber für mich war das ganz klar, dass das so nicht sein muss. Erstmal wieder hier raus. Wer war denn Auftraggeber? Ich habe schon wieder vergessen, zu lang her durch die Aufnahmepause. Das ist das Problem, wenn man vorproduziert und dann ewig lang nicht mehr spielt, dass man voll viel vergisst, leider. Aber anders geht's halt zeitlich. Ich muss halt dann aufnehmen, wenn ich Zeit habe und nicht so jeden Tag eine Folge oder so. Ich mal wieder raus hier aus dem ewigen Garten, den wir dann hoffentlich auch los sind für immer, weil das ist schon ein bisschen nervig hier. Da hat es ein paar Rehe. Ich suche aber den Auftraggeber, der hier ist. Ach, die Priesterin. Ups. Ich weiß, es geht stimmt, ja. Uns Liebe, aber für eine Hass Reise und Stärke. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgwag ist erledigt. Für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Ja, der gammelt bei euch. Uns Liebe, Hass und Stärke. In der Höhle. So. Dann schauen wir mal, was wir denn für Quests noch haben. Das hässliche Entlein sagt dem Feldwebel des Barons, dass du Uma mitnehmen willst. Das könnten wir machen. Das ist die einzige Hauptquest, die wir im Moment haben. Ansonsten haben wir noch ein paar skellige Nebenquests, die würde ich gern machen. Und wir könnten zu Hattori, der müsste jetzt eigentlich locker fertig sein mit unserem Schwert. Hexeraufträge haben wir auch noch ein paar. Schatz suchen. Nicht so viele, aber ja, Fehlschlag. Ach ja, weil wir uns dann für die andere Seite entschieden haben. Okay. Gut. Dann würde ich sagen,
Wir gehen mal zu Hattori als allererstes, dass das mal hier wegkommt. Hier unten. Ups. Ach stimmt, aber wir haben ja keine... Wir haben ja keine Markierung, wo der ist, deswegen geht das nicht. Ach ja, Freude. Gut, dann, machen wir hier die Nebenquest mit Yennefer, würde ich sagen. Zumindest reiten wir mal hin und gucken, wie ausführlich das wird, weil schaffen tun wir die Quest sicher nicht mehr in diesem Part. Wir haben jetzt schon 21 Minuten auf der Uhr. Da wird man eher keine Quest mehr schaffen in 4 Minuten. Jetzt geht es erstmal nach Larvik. Dann schauen wir mal, was Yennefer noch von uns will. Sie hat wohl einen Wunsch, wir müssen ihr bei irgendwas helfen. Davon gehe ich mal fest aus, wenn die Quest der letzte Wunsch heißt. Langsam. Oh, die haben hier auch jede Menge Quests. Kann Toll. Ich kurz mit dir sprechen? Ich diene der Göttin und ihren Kindern. Wie kann ich dir helfen? Was haben die Hufeisen zu bedeuten? Die sind von den Teilnehmern an den Heldenrennen. Sind das mehrere Rennen? Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Freya kennt keine Fremden. Jedermann kann sie ehren, indem er in den Rennen sein Leben aufs Spiel setzt. Unsere Rennen sind anders als auf dem Festland. Bei uns gibt es nur eine einzige Regel. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Manchmal ist das der Schnellste. Aber manchmal auch derjenige, der seine Gegner aus dem Sattel holt. Daher der Name. Was kostet die Teilnahme? Mut. Wenn du den hast, häng ein Hufeisen da auf. An Mut mangelt's mir nicht. Okay, wir haben also eine Reitquest. Dann haben wir hier ein Schleifstein, um das Schwert aufzuwerten. Das ist schon mal nicht schlecht. Was hat denn Torleif für uns? Bist du ein Hexer? Sehe ich recht? Ja, gibt es Arbeit für mich? Wenn du willst. Da treibt was Böses sein Unwesen. Wir trauen uns schon nicht mehr aus dem Dorf. Irgendeine Ahnung, mit was für einem Biest wir es zu tun haben? Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen, reden von Koschchase und Manticoren. Aber das ist wohl nur Geschwätz. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya suchen. Aber wie, wenn wir nicht zum Schrein gelangen? Und niemand hat das Biest gesehen? Nicht mal von Weitem? Oh doch, natürlich. Sogar aus nächster Nähe. Kurz bevor es ihr Blut im Unterholz verteilt hat. Ich wusste gleich, dass normale Leute nicht mit der Bestie fertig werden. Aber Sverre hat drauf bestanden, einen Trupp zusammengestellt und... Es kamen nur 4 zurück. Der Rest wurde östlich des Dorfs massakriert. Hilfst du? Reden wir über meine Belohnung. Du willst feilschen? Wonach richtest du dich denn? Nach der Höhe des Widerrists oder... Nein, nach der Spezies. Ertrunkene kosten weniger als Gorgos. Aha, aber wir wissen doch gar nicht, was da an der Hauptstraße rumlungert. Erschlag es doch erst, dann reden wir über Geld. Nein, wir müssen uns vorher einigen und einen Bonus für unverhoffte Risiken verabreden. Also, wie viel? Die Stimme ist so lustig. Oh, so viel gleich. Na gut, ich würde sagen 550. Reicht. Mehr will ich ihm nicht abnehmen. Ah, wie du willst. Immerhin riskierst du ja den Kopf. Ich kümmere mich um das Monster. Es ist nicht dein erstes. Das ist offensichtlich. Du bist nicht wie unsere Jungs. Übereifrig, aber ohne jeden Verstand. Die 4 Überlebenden. Wo finde ich die? Willst du mit Sverre sprechen? Vielleicht keine schlechte Idee. Die sitzen bei der Hütte da drüben. Gut. Auftragsseltsame Bestie, sprich mit den Kriegern. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Vorher würde ich sagen, speichern wir mal.
Und dann würde ich sagen, ja, machen wir halt in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Leute.